Willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Ja, Gun und June haben sich trennen müssen dank dem hier, dem Arsch da. Jetzt ist Gun Teigtaschenverkäufer. Ich rede mal mit der June. Sie weint so bitterlich, das kann ich einfach nicht mit ansehen. Besser, ich stelle mich andersrum auf. Oh, du bist so ein Wichser, Alter. Nee. Na los, ihr kennt das Spiel. Busch. Traurige June. Alles klar bei dir? Nichts ist klar. Es war alles so perfekt. June und ich hatten ein kleines Grundstück mitten in der Stadt. Und dann wurden wir voneinander getrennt. Tja, diese Stadt ist eben ein Dschungel. Da kommt so mancher unter die Räder. Keine gute. Danke, Ruth. Ich will nur zurück zu meinem Ruhm. Ja, aber wenn du einen Job hättest, könntest du dem Leierkastenäffchen die Kurbel abkaufen. Meinst du? Dieser schwierige Typ hat schon öfter versucht, sich an mich ranzumachen. Was müsste ich denn tun? Ach, nur ein bisschen Support für seinen Show-Act. Kaum der Rede wert. Das klingt nicht so übel. Sehr gut. Alles Weitere kannst du ja mit ihm aushandeln. Ich trommel derweil schon mal das zahlende Publikum zusammen. Ich kann dazu gar nichts mehr sagen. Hast du schon jemanden gefunden, der für mich den Affen spielen will? Das habe ich allerdings. June wird den Job übernehmen, wenn sie dafür die Kurbel bekommt. Die schöne June wird für mich den Tanzaffen spielen? Oh Junge, ich muss mich unbedingt vorher noch mal lausen. Aber ist kein Affen. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Das sind nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne, falls du einen Tipp willst. Mama Cosimas selbst gehäkelte Schlupftüten sind extrem reißfest. Wo ist hier eigentlich der Ausgang? Aus der Kanalisation? Es gibt keinen. Wer einmal hier unten gelandet ist, ist dazu verdammt, auf ewig hier zu bleiben. Auf ewig. Auf ewig. Dafür, dass Sie keine Hexe sind, schlagen Sie aber ganz schön auf die Kacke. Entschuldigung, seit ich die Pille abgesetzt habe, leide ich permanent unter diesen seltsamen Stimmungsschwankungen. Die Pille abgesetzt? Bah! Wo haben Sie die Nukleinsäure noch gleich hingebracht? Ich habe sie für die 5 Slotti an das Suez Inn verkauft. Life sagt, es sei eine Art Superdünger. Aber es war mein Superdünger. Das konnte ich nicht wissen. Immerhin werden ständig passable Düngemittel in die Kanalisation gespült. Und es passiert eher selten, dass Leute hinterher kommen, um Besitzansprüche anzumelden. Sie haben also 5 Slotti? Ja, alle 5. Hä? Hier in der Kanalisation gibt es nicht viel Geld. Genauer gesagt, es gibt exakt 5 Slotti. Und im Augenblick gehören sie mir. Klingt nach einem sehr überschaubaren, stabilen Währungssystem. Das war es. Bis Hedgefonds und Spekulationen am Finanzmarkt zu massiven Leistungsbilanzdefiziten führten. Ja, verstehe. Ja. Und Sie haben nicht zufällig Interesse an ein paar leckeren Kindern? So ein Zufall. Die kosten genau 5 Slotti. Aber Herr Rufus, Sie können uns doch nicht einfach so an fremde Leute verkaufen. Psst, jetzt. Das ist eine Erwachsenenunterhaltung. Keine Sorge, Junge. Ich bin nicht interessiert daran, mir von irgendeinem dahergelaufenen Dummkopf Kinder andrehen zu lassen. Ich will ja nicht so enden wie meine Mutter. Okay. Yummy, 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 lecker Kinderchen. Jetzt neu. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich bin nicht interessiert an deinen Belgern. Wenn ich wollte, könnte ich ein ganzes Getreidesilo voll von den Dingern haben. Aber ich habe mich nun einmal für die Karriere entschieden.
Es gibt ein neues Äffchen beim Leierkasten, Mann. Ein neues Äffchen, sagst du? Ui, das muss ich mir unbedingt ansehen. Hoffentlich ist es auch schön erniedrigend. Dann wäre mir das sogar die 5 Slutty wert. Boah, ist das böse. Tanz, mein Äffchen, tanz! Pfui, Spucke, das hat mir gar nicht gefallen. Das arme Mädchen. Die 5 Slotty gebe ich nur, weil sie mir leid tut. Hörst du? Das Publikum ist unzufrieden. Ein bisschen freundlicher. Beim nächsten Mal? Aber wir hatten eine Abmachung. Sobald du die 5 Slotty verdient hast, bekomme ich die Kurbel. Korrekt. Aber diese 5 Slotty hier gehören dir nicht. Ich muss damit erst meine Auslagen begleichen. Auslagen? Aber, Rufus, du musst mir helfen. Der blöde Affe will mir die Kurbel nicht geben, weil er noch irgendwelche Auslagen begleichen muss. Muss ich ja auch. Na los, sag es hier, Rufus. Naja. Da gerade Errungenschaft gekriegt. Ein guter Freund. Wo ist denn das ein guter Freund, bitte? Ja, sie tanzt ja ganz gut. Aber auch 5 Slotty gut. Alter! Was stehst du da so rum? Tu was! Worauf wartest du? Nimm dir, was dir zusteht. Ich brauch's. Was tust du denn da? Wonach sieht das aus? Er nimmt sich, was ihm zusteht. Deine Provision für die erfolgreiche Jobvermittlung. Genau, die Provision. Heißt das etwa, du hast mich verkauft? Was? Das kann man doch so nicht sagen. Rufus, du hast mich an einen Affen verkauft. Und dann auch noch so getan, als wolltest du mir helfen. Ich brauch doch diese Kurbel. Haben. Siehst du denn nicht, wie diese Gier dich zum Affen macht? Als gäbe es nichts Wichtigeres im Leben als schnöden Besitz. Du solltest mir lieber dankbar sein, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Ich habe dir ein Auskommen und eine wichtige Lektion vermittelt. Es ist egal, was du tust, solange du deinen Zielen treu bleibst. Denn der Zweck heiligt die Mittel, was mich streng genommen zu einem Heiligen macht. Alter, du bist so ein mieser Wichser. Du tanzt ja immer noch. Ich brauche ja auch immer noch die Kurbel. Ja, aber ist es das wert, sich jetzt zum Affen zu machen? Du könntest mir die 5 Slotty auch einfach geben. Ich weiß nicht, du tanzt ja ganz gut. Aber auch 5 Slotty gut? Boah, ich komm... Nee, Alter. Ach Gottchen. Hey, Goon. Teigtaschen. Nur 1 Slotty 25 das Stück. Wow. Wie ich sehe, hast du dich in deinen neuen Job ja schon richtig reingearbeitet. Teigtaschen. Was ist denn mit ihm los? Er konzentriert sich. Du bist immerhin sein erster Kunde. Bist du dir sicher? Teigtaschen. Er wirkt irgendwie so... Somnambul. Teigtaschen. Vertrau mir. Das ist ganz normal. Der Wirt muss sich erst noch an den Symbionten gewöhnen. Der Wirt? Teigtaschenwirt. Eine ganz normale menschliche Berufsbezeichnung. Hey, Goon. Teigtaschen. Nur 1 Slotty 25 das Stück. Ich finde, er macht das richtig gut. Hey, Goon! Teigtaschen, nur 1 Slotty 25 das Stück. Ich finde, er macht das richtig gut. 4 Teigtaschen, bitte. 4 Teigtaschen kommen sofort. Das macht dann 5 Slotty. Beehren Sie uns jederzeit wieder im... Ich glaube, da stimmt was mit deiner Aushilfe nicht. Nanu, hat er sich etwa aufgehangen? Versuch doch mal ihn aus und wieder anzuschalten.
Teigtaschen, nur ein Slotty 25 das Stück. Ah, da ist er wieder. Entschuldige die kleine Pane. Kein Problem. Es ist so schwer, heute gute Mitarbeiter zu finden. Ach, XXL-Teigtaschen. Ja. Du tanzt ja immer noch. Ich brauche ja auch immer noch die Kurbel. Ja, aber ist es das wert, sich jetzt zum Affen zu machen? Du könntest mir die 5 Slotty auch einfach geben. Du hast das Geld doch noch, oder? Tja, Moment mal. Rieche ich da etwa Teigtaschen? Kinder, wo ist die Zeit geblieben? Jetzt muss ich aber. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Tschüsschen. Oh, sie tanzt ja ganz gut. Aber auch 5 Slotty gut. So, jetzt kann ich mir... Ach, so hier. So ist kein Rankommen. Na los, ihr kennt das Spiel. Busch! Den brauchen sie jetzt anscheinend nicht mehr. Schon eine Antenne. Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Also hopp, hopp. Und nun? Gut festhalten, warten. Gleich geht's los. Das ist so... Nee! Aua. Hm? Sagtet ihr was? Keine Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Lol. Ich hab die geile Idee. Fehlt nur noch Stromibert. Scheibenhonig. Das Kabel ist zu kurz. Ohohoho, jubel die auch! Was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Om nom 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 nom. Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Nee. Ich sag dazu nichts mehr. Und das nehme ich jetzt einfach alles. Hallo, ich bin Amtmann Argus, erzittert vor der tödlichen Pünktlichkeit des Organon. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Was? Der Führer. Hey, was soll denn das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Wer weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Mauer, Bozo und Sergeant Bambi.
Und hier ist ein Foto von Bosos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar. Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Die sind ja vollkommen weggetreten. Hallo? Hier trägt er wieder meine Schuhe. Oh, das Haus brennt. Seine ersten Stützräder. Da war er 21. Oh, bitte. Wie stolz er guckt. Mit 21 Stützräder. Oh Mann. Hallo? Noch ein Pyjama-Foto. Putzig. Hallo? Noch ein Pyjama-Foto. Putzig. Hey, Boso, da du ja nicht zu deiner Therapie willst, dachte ich mir, ich kann dich ja therapieren. Mann, Rufus! Ach komm schon, das wird lustig. Und so ein paar Pappen hochhalten, das kriege ich auch noch hin. Also, was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Ah. Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig ein wunderhübscher Schmetterling. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Also muss ich erst das mit der Therapie schaffen, oh Gott. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Ui, der arme Mann. Moos therapeutische Stricke, die günstige Alternative. Guckt sich das einer an. Der kommenden Saison trägt man den Knoten offenbar wieder links. Jetzt klemmt meine Maus. Wie ich sehe, interessieren Sie sich für unseren Flyer. Und wie? Ausgezeichnet. Sie finden darin alle wichtigen Informationen zu unserem Produkt. Auf der Rückseite ist sogar eine kleine Vorschau auf die kommende Wintermode. Wenn Sie anfällig für Winterdepressionen sind, sollten Sie lieber gleich zuschlagen. Gerade zwischen den Feiertagen sind viele Modelle vergriffen. Was tun Sie denn da? Ich baue mir einen Papierflieger. Was denn sonst? Aber der gute Flyer. Ob er ein guter Flyer ist, wird sich im Testflug zeigen. Aber natürlich. Wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Upsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Lol, was ist das bei dem? Aufgegriffen. Noch ein? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle.
wie es hier weitergeht. Erfahren wir in der nächsten Folge. Tschüss.